Oh ja, ich weiß, was kommt. Wie kann man nur Fortnite nicht mögen? Das mögen und spielen doch alle. Okay, passt schon. Hey Leute, hier ist Kaido Dark und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es um ein Spiel, was viele Leute sehr gerne haben, ich nicht mehr sehen kann, aber mir vorgeschlagen hatte, mal darüber ein Video zu machen. Fortnite. Legen wir los. Fortnite ist ein Free-to-Play Third-Person-Shooter, in dem es darum geht, der letzte von 100 Überlebenden zu sein. Das typische Battle Royale. Oder halt zu zweit. Oder als Team von bis zu 4 Spielern. Wo liegt aber eigentlich die Faszination dahinter? Fortnite ist ab 12 und kann daher auch von jüngeren Spielern gespielt werden. Es ist außerdem gratis. Nur diverse Skins, Boosts für Level-Ups und der ganze typische Stuff kann in einem Ingame-Shop erworben werden. Jedoch ist das natürlich nicht zwingend erforderlich. Kosmetische Veränderungen haben nämlich absolut keinerlei Einfluss auf den Spielverlauf. Das Spiel ist simpel aufgebaut, man braucht nicht wirklich viel Skill zu haben, um es zu meistern, und natürlich dieser bescheuerte Fortnite-Dance. Vermutlich kann sich jeder denken, warum mir Fortnite auf den Zeiger geht. Es ist einfach nichts Besonderes, und die Leute haben einen Hype darum entwickelt, der für mich unverständlich ist. Bitte versteht mich nicht falsch, jeder soll das machen, was er oder sie will, also spiel das Game ruhig, bis ihr umfallt oder sowas. Ich glaube, warum dieses Game wirklich jeder mag oder sehr viele mögen, ist, weil man nicht wirklich viel drauf haben muss und man trotzdem der King sein kann. Als kleines Beispiel von meiner Seite aus, ich kann mich noch recht gut an mein erstes Match auf der PS4 erinnern. Ich hatte absolut keine Ahnung, wollte halt wissen, was so geil dran ist, und bin im ersten Match unter die Top 10 gekommen. Warum? Ich habe absolut keine Ahnung. Was ich meistens mache, ist stumpf herumlaufen, bis sich die meisten gegenseitig umgebracht haben. Und dann ist zuschlagen. Sowas ist aber keine Strategie. Das war einfach bei 100 Leuten das Erste, was mir da in den Sinn gekommen ist. Nun ist natürlich weiterhin die Frage, was ist so toll an diesem Spiel? Wir haben die Fakten, dass es Free-to-Play ist, es ist einfach zu handeln, man braucht nicht viel Skill und es ist für jüngere Spieler zugänglich. Vielleicht kommen noch die positiven Rezensionen hinzu, da viele Menschen sich durch Reviews und Rezensionen beeinflussen lassen. Bitte Leute, schreibt mir in die Kommentare, warum ihr dieses Spiel so mögt. Oder schreibt mir sogar, warum ihr es nicht mögt. Da bin ich sehr gespannt. Meine Intuition dahinter, es mal anzutesten, war, weil einfach alle diesem Hype nachgehen und ich will mich von Hypes gerne selbst irgendwie überzeugen. Aber bei Fortnite kam ich einfach auf keine direkte Lösung. Vielleicht sind die bereits genannten Punkte ja die Lösung gewesen, aber das würde ich gerne von Fortnite-Spielern selbst hören. Im Grunde hat dieses Spiel nichts Neues erfunden. Die Skins sehen teilweise so aus, als kämen sie aus Overwatch. Das Gameplay kommt mir auch irgendwie sehr bekannt vor. Warum frage ich mich da bloß? Und die Community ist auch eher mittelmäßig. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich verurteile niemanden, der dieses Spiel wirklich gerne zockt und auch wirklich viel Spaß dabei hat. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich persönlich kapiere das einfach nicht. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich die Erleuchtung bekomme. In diesem Sinne, das war alles für dieses kurze Video. Ich bin Kaido Darko, vergesst das Abonnieren nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen.